Wir erwarten diese Woche ungefähr 400 bis 440 Streiks, also streikende Betriebe. In der zentralen Streikleitung laufen alle Fäden zusammen. Wir sind hauptsächlich Ansprechperson für die regionalen Streikleitungen. Das Telefon ist bei uns durchgehend besetzt. Und wir stehen zur Verfügung, wenn halt Fragen sind, arbeitsrechtliche Fragen, wenn jemand gekündigt wird, entlassen wird. Ob man in einem Streik Zeitausgleich abbauen muss, ob der Zutritt zu einem Betrieb verwehrt werden kann. In der zentralen Streikleitung sitzt einerseits die Abteilung Interessenvertretung, die eben die Kollektivvertragspolitik überhat. Auf der anderen Seite aber auch unsere Bundesrechtsschutzabteilung ist hier vertreten, das Mitgliederservice, unsere Öffentlichkeitsabteilung und auch unsere Marketingabteilung, sodass wir im Fall der Fälle alle Expertisen zusammenholen können und auch schnell reagieren können. Beim Streik selber stellen wir natürlich neben den administrativen Formularen, die es auch alle braucht, eine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung, aber auch rechtliche Unterlagen, anhand denen man auch erklären kann, was ist die aktuelle wirtschaftliche Situation. Auch um den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben erklären zu können, was tut sich in den Verhandlungen, was sind unsere Parameter. Wir sind am Verhandlungstisch nicht weitergekommen. Wir haben eine Forderung mit 11,6% gestellt. Und die Arbeitgeber sind nicht bereit, auf unsere Forderung einzugehen. Deshalb müssen wir den Druck erhöhen und wir werden den Streik jetzt beginnen und fortsetzen, wenn es zu keinem positiven Ergebnis kommt. Unterstütze auch du bei unseren Maßnahmen, damit wir zu einem guten und gerechten Lohn- und Gehaltsabschluss kommen.